Heute geht's bei mir in die nächste Runde auf der Suche nach vernünftigen Ladetarifen. Mein Tesla-Abo hatte ich ja nur einen Monat für den Urlaub gebucht. Eine andere Karte, wo ich sehr gern geladen habe, war am 1.4. fertig. Naja, was heißt fertig? Der Preis hat am 1.4. so weit aufgeschlagen, dass es für mich und ganz viele andere Leute keinen Sinn macht mehr, diese Karte zu nutzen. Und ein anderer großer Anbieter, der ändert jetzt auch noch die Preisstruktur. Also muss ich mal wieder neue Ladekarten suchen. Mache ich sowieso immer so ein bisschen, aber wenn so ein Break ist, dann lohnt es sich auch mal tiefer zu gucken, genauer zu gucken, dass man irgendwo wieder ein Schnäppchen findet. Der einfachste Weg für mich war auf lovago.com zu gehen, den Tarifrechner anzuschauen und nach guten Tarifen zu suchen. Aber es geht jetzt noch einfacher und auch unterwegs, denn es gibt diesen Tarifrechner jetzt auch auf der App mit ein paar Features und ich zeige dir jetzt heute mal, wie diese App aufgebaut ist und funktioniert. Und ich hoffe, dass ich auch für mich jetzt einen Tarif finde, der irgendwo die anderen Tarife wieder ersetzt und nicht so teuer ist. Dann starten wir einfach mal die neue lovago-App. So sieht sie aus. Als erstes kann ich oben mal meinen Standort festlegen. Ich wohne in Weinheim und dann geht es hier auch direkt auf Weinheim. Und ihr seht, um Weinheim herum bildet sich jetzt hier der Umkreis und innerhalb dieses Umkreises werden Lademöglichkeiten angezeigt und passende Tarife für Säulen in diesem Umkreis. Mit zwei Fingern kann ich das hier einfach vergrößern und die Zahlen lösen sich dann auf zu den einzelnen Säulen. Kann man hier jetzt ganz gut sehen. Ich wohne sogar ziemlich in der Mitte, also in der Nähe von diesem pinken Pfeil, wo das Wort Weinheim steht. Ganz unten sehen wir zwei Reiter. Stationen ist im Moment aktiviert, weil es gelb ist und jetzt drücke ich einfach mal direkt auf Tarife. Und schon werden mir jetzt die Tarife angezeigt, die zu Ladesäulen passen, die in meinem Umkreis sind. Und hier oben sieht man, dass es 32 Ladeorte gibt und 53 Tarifanbieter. Also es ging hier jetzt wirklich ruckzuck, um so eine Liste zu generieren. Und hier seht ihr auch schon die Angebote. Der oberste ist 48 Cent. Die Liste ist preisaufsteigend sortiert. Und man sieht auch immer, wer der entsprechende Anbieter der Ladekarte ist. Diese Liste sieht bei dir natürlich ganz anders aus. Je nachdem, wo du wohnst, hast du natürlich ganz andere Anbieter. Es sei denn, du wohnst in Weinheim, dann sieht es genauso aus. Die großen Anbieter, die kennen wir ja alle. Aber bei den kleinen, da müssen wir uns die Schnäppchen suchen. Und die kleinen sind halt mal ein bisschen regional, deswegen diese Umkreissuche. Die erste Übersicht ist also schnell erzeugt. Aber du kannst so eine Liste auch ganz genau nach deinen Bedürfnissen anpassen. Lädst du viel AC, DC, mehr zu Hause, mehr unterwegs, was für ein Auto hast du, welche Steckertypen. All diese Sachen, die kann man auch eingeben. Das empfehle ich dir auch, damit diese Ergebnisliste möglichst genau auf deine Bedürfnisse passt. Deswegen gibt es oben die Möglichkeit, im Profil Sachen zu hinterlegen und bei den Filtern was einzustellen. Ich kann dann direkt meine Präferenzen bei der Ladeleistung einstellen, die ich am liebsten habe. Also irgendwie über 50 oder es muss über 150 sein. Ich lasse es einfach mal so, dass möglichst viel angezeigt wird. Dann ich lade mit dem Steckertyp. Hier kann man sagen Typ 2 oder CCS. Und ich bevorzuge jetzt hier heute mal nur Typ 2. Also einfach einmal auf CCS klicken, dann schaltet sie es aus. Warum Typ 2? Ich suche ja heute nach eine AC-Lademöglichkeit und dann unten rechts auf Anwenden, dann hat er sich das gespeichert. Ich habe das jetzt auf AC eingestellt, weil ich hier zu Hause in meiner Gegend hauptsächlich AC lade und auch einen geraden Tarif für AC suche. Du kannst es natürlich einstellen, wie du willst, DC, AC oder ein Gemisch von beiden. Die nächste Möglichkeit für individuelle Einstellungen ist das kleine Männle oben rechts, also das Profilsymbol. Dann kann man zuerst seinen Namen eingeben. Das mache ich immer sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn irgendwo Hallo Martin steht. Dann kann ich Daten zum Fahrzeug eingeben. Einfach rechts anklicken, dann geht das Fensterchen auf. Dieses Fahrzeug fahre ich. Ja, Volkswagen ist immer irgendwo ziemlich unten. Schnell gefunden. VW, da war's. Dann das Modell wählen. Ich habe den ID3. Schauen, ob man da noch weitere wählen kann. Ja, der ID3 Pro. Wo ist er? Performance. Den da habe ich. Und er weiß jetzt auch automatisch, welche Steckertypen ich überhaupt in meinem Auto habe. So viel bin ich monatlich unterwegs, fülle ich auch gerne aus. Geht hier jetzt nach Strecke oder Bedarf in Kilowattstunden. Ich nehme die Strecke, die weiß ich besser. Ich fahre ja im Monat so ungefähr 2250, aber lade ja nicht alles zu Hause. Lade auch am Zielort oder lade, wenn ich irgendwo unterwegs bin auf Langstrecke. Dann stelle ich das jetzt einfach mal hier auf 1750. Dann kann ich zu meinem Ladeverhalten noch Angaben machen.
Wie oft lade ich mein Auto öffentlich? Ja, ich habe zu Hause keine Lademöglichkeit, also ist es hier auch 100%. Und ich lade mein Fahrzeug mit AC oder DC. Hier ist mal auf halbe-halbe eingestellt, aber ich suche ja einen Anbieter für AC-Laden. Deswegen schiebe ich den Regler einfach auf AC 100%. Wie lange steht mein Fahrzeug gewöhnlich an einer Ladestation? Hier geht es typischerweise um die Blockiergebühr. Ich nehme jetzt einfach mal auch die 3 Stunden. Und dann habe ich hier noch ein Feld mit Tarifauswahl, auch mal aufklicken. Es gibt verschiedene Tarifoptionen, die ich ein- oder ausschließen kann. Spezialtarife ausschließen, das klicke ich eigentlich ganz gerne an, weil das sind so viele Tarife, die gar nicht auf mich passen, weil sie vielleicht nur gelten, wenn man schon von einem Ladestromanbieter den Hausstrom bezieht. Tarife mit Vertragsbindung ausschließen, das klicke ich mal lieber nicht an, weil ich habe ja gar nichts gegen eine Vertragsbindung. Vielleicht gilt er einfach 6 Monate oder so. Wenn das ein guter Preis ist, ist mir das ja recht. Tarife mit Grundgebühr ausschließen, möchte ich auch nicht ausschließen. Mir geht es ja um den Gesamtpreis. Und Tarife mit Zusatzaufschlägen pro Ladung ausschließen, auch nicht. Das gucke ich mir im Einzelfall alles lieber mal an und gehe jetzt hier mal auf Anwenden. Und jetzt erzeugt er mir eine aktualisierte Liste, die genau meinen eingestellten Präferenzen auch entspricht. Es ist ganz wichtig, dass sowas wie die Grundgebühr oder die Kilometer irgendwie mit berücksichtigt sind, denn umso mehr Kilometer, desto mehr verteilt sich ja auch die Grundgebühr. Also es lohnt sich schon, diese Werte einzugeben, damit das Ergebnis irgendwie realistischer ist und nicht so allgemein. Es gibt aber auch so ein paar Tarife, die passen mir einfach von der Vertragsform nicht. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann. Vielleicht sind sie an ein bestimmtes Auto geknüpft oder man muss in eine bestimmte Gegend wohnen. Da gibt es einfach verschiedene Variationen und diese Art von Verträgen, die kann ich gleich von vornherein ausschließen, damit ich die echt gar nicht in meiner Auswahl drin habe. Durch das Anwenden der Filter und die Daten im Profil habe ich jetzt hier eine aktualisierte Liste, die meinen Wünschen auch entspricht. Gucken wir mal durch, was wir so haben. Die erste ist mit 48 Cent, 48 Cent, 49 Cent, 49. Ja, das habe ich ja kaum zu hoffen gewagt. Es sind hier wirklich noch Tarife dabei, unter 50 Cent. Den Stromtankenmobil, den kenne ich jetzt nicht, den klicke ich jetzt einfach mal an. Dann geht dieser Tarif in groß auf. Links und rechts sind die anderen Tarife von der Liste. Und hier kann ich mir jetzt weitere Informationen anschauen. Bei Zusatzgebühren steht drin Anmeldegebühr 99, Grundgebühr pro Monat 99. Beim Zeitzuschlag steht kein Zeitzuschlag. Das kommt mir entgegen. Da kann man das Auto auch mal länger stehen lassen, weil 3-4 Stunden sind oft bei mir knapp. Wenn ich ziemlich leer fahre und ziemlich verladen will, reichen da 4 Stunden als nicht. Und bei den weiteren Informationen können wir sehen, dass es hier eine 12-monatige Vertragslaufzeit gibt. Zugangsmedien, Karte, das heißt hier hält man einfach dann die Karte an die Ladesäule, um zu laden. Ich muss jetzt noch gucken, ob die Säulen, die sich mit dieser Ladekarte freischalten lassen, auch in meiner Nähe sind und dazu drücke ich hier einfach auf den kleinen gelben Punkt mit dem Pfeil nach rechts. Hier habe ich dann wieder Weinheim mit meinem Radius und wenn ich jetzt hier wieder reinzoome, sehe ich hier eine gelbe. Die Säule kenne ich, die finde ich gar nicht schlecht. Diese Säule passt mir eigentlich ganz gut. Ich kenne die Säule, die ist bei uns in Weinheim im Krankenhaus. Ich habe da auch schon geladen, stelle da das Auto hin, muss dann halt heimlaufen. Sind ein paar Schritte, aber ich komme unterwegs bei einer Einkaufsmöglichkeit und beim Kaffee vorbei, kann da also das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also die Säule mit dem Tarif wird mir gut reinpassen. Springen wir noch einmal zurück zu den Informationen von diesem Tarif. Und dort unter dem Namen des Stromanbieters, also unter Stromtankenmobil, könnt ihr sehen Stadtwerke Emden GmbH und das ist ein Link, den einfach drücken. Dann kommen wir hier auf die Stadtwerke Emden, können uns Informationen dazu durchlesen, können nochmal schauen, wie die Konditionen sind, was hier vielleicht nochmal anders ist. Und wir können dann hier sicher auch irgendwo die Ladekarte bestellen, aber die Stadtwerke, die haben ja da kein einheitliches Verfahren. Vielleicht musst du ein Formular ausdrucken, vielleicht ist es eine Online-Bestellung. Das muss man sich dann immer individuell mal anschauen. Und natürlich solltest du auf der Homepage auch nochmal gucken, ob der Tarif so ist, wie du ihn brauchst. Also so wie es jetzt hier aussieht, habe ich wohl meinen Tarif für unter 50 Cent gefunden. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht nicht klappt, aber jetzt bin ich beruhigt. Vielleicht schaue ich mich noch ein bisschen rum. Es gibt ja hier über 300 Tarife und hol dir die App, probier es mal aus und guck einfach mal in deiner Region, wie es bei dir so aussieht. Vielleicht ist noch ein guter Tarif dabei. Zum Schluss muss ich noch mal ein paar Tipps loswerden. Ich habe jetzt nur nach AC gesucht. Du kannst natürlich aber auch nach der Kombination AC-DC suchen. Dann hast du aber so eine Mischkalkulation,
Ich suche da lieber einmal nur nach AC und vielleicht einmal nur nach DC. Dann hätte ich im dümmsten Fall vielleicht zwei Karten. Aber dann kann ich beide einzeln optimieren. Oder du machst einfach drei Versuche und guckst, was rauskommt. Dann fährst du am besten. Schau dir auch mal die Orte an, wo du nur ab und zu bist, weil du dort vielleicht jemand regelmäßig besuchst oder regelmäßig Freizeit verbringst. Vielleicht gibt es in diesem Umkreis auch nochmal eine Karte, die ja preiswerter ist wie deine Karte für deinen Umkreis zu Hause. Aber so eine Karte sollte dann keine Grundgebühr kosten. Wenn du dann wirklich nur ab und zu bist, dann rechnet sich das oft nicht. Aber gucken kann man ja. Einfach die App runterladen, Ort eingeben und schon hat man ja die erste Information. Und was man nicht auf den ersten Blick sieht, die App enthält auch sehr, sehr viele Informationen zu Ad-Hoc-Ladetarifen. Das heißt, wenn du keine Ladekarte hast, dann kannst du einfach die Ladesäule mal anklicken in der App und wenn einer hinterlegt ist, dann poppt er auf, dann wüsstest du, was du dort zahlen musst, wenn du gar keine Ladekarte hast, wenn du vielleicht nur einmal irgendwo hinfährst.